Wir machen heute einen Mürbeteig aus Vollkornmehl. Dazu benötige ich Zucker. Ich habe jetzt hier so einen braunen Rohrzucker genommen. Dann Weizenmehl als Vollkorn natürlich. Butter. Butter kann natürlich auch durch Margarine ersetzt werden für unsere veganen Freunde. Also die Leute, die meinem Essen ihr Essen wegessen. Des Weiteren setze ich ein Ei dazu. Als veganer Typ des Mürbeteiges kann dieses Ei natürlich auch weggelassen werden. Ei macht den Teig so ein bisschen geschmeidiger. Man kann anstatt des Eis auch 40 ml Wasser nehmen. Als Geschmacksträger setze ich hier abgeriebene Zitronenschale zu. Vanille, ich habe hier so ein Fläschchen Vanille. Man kann natürlich eine Vanillenschote zusetzen, also das Mark einer Vanillenschote. Und Salz. Salz ist auch hier nur Geschmacksträger, kann, wer salzarm sich ernährt, weggelassen werden. Als Triebmittel setze ich noch Backpulver zu. Ich habe jetzt hier meine Zutaten schon abgewogen. Das Backpulver gebe ich unter das Mehl und vermische das so ein bisschen. Das hat den Vorteil, dass es nachher auch gut verteilt im Teig ist und nicht irgendwo sich Klumpen bilden. Vanille kann ich auch schon dem Ei dazugeben. Und jetzt kommen wir zu diesem braunen Zucker, zu diesem Rohrzucker. Der ist nun sehr grob und damit er sich nachher im Teig auch besser verteilt, werde ich diesen einfach in so einer handelsüblichen Mühle, das kann eine alte Kaffeemühle sein, oder wie in diesem Fall hier so ein Zusatzteil von so einem Rührstab, einfach kurz anmahlen. Er wird natürlich dadurch auch heller, weil diese Zuckerkristalle das Licht dann anders brechen als jetzt. So, ihr seht, er ist jetzt wesentlich heller. Als nächstes werde ich den Zucker mit meiner Butter, meinem Salz und mit meinem Ei verkneten. Das Mehl stelle ich mir schon bei in die Nähe, dass ich dann gar nicht erst mit einer dreckigen Hand danach suchen muss. Zitronenschale habe ich jetzt auch schon drin. Nochmal was zu dem Zucker gesagt. Manche schwören auf solchen Rohrzucker, auf solchen dunklen Rohrzucker, weil sie meinen, ja, der schmeckt Karamell, ja. In einem Mürbeteig ist es meiner Meinung nach rausgeschmissenes Geld, weil der natürlich um ein Vielfaches teurer ist als so ein weißer Zucker. Durch das Backen beim Mürbeteig kriegt dieser von Hause aus eine Karamellnote. Also in meinen Augen nicht unbedingt notwendig. Man kann auch weißen Haushaltszucker nehmen. So, ihr habt gesehen, ich habe jetzt die Butter mit dem Ei und dem Zucker verknetet, beziehungsweise ich bin jetzt noch dabei, das zu verkneten. Ich mache das am liebsten auf dem Tisch, weil das macht sich am besten als in der Schüssel. Natürlich wird dieser Mürbeteig ein bisschen dunkler werden als ein normaler, handelsüblicher Mürbeteig aus weißem Mehl, weil eben die Schalenanteile vom Vollkorn das alles ein wenig dunkler machen. Zum dunkler werden im Gebäck oder bei Vollkorngebäcken. Täuscht euch nicht, jedes Gebäck, was unbedingt dunkel ist, ist nicht aus Vollkorn. Weil da hat die Industrie richtig schön mal in die chemische Trickkiste gegriffen. Man kriegt auch ein schönes weißes Weizenmehl dunkel durch Zugabe von verschiedenen Sachen. Entweder durch Maisextrakt oder noch billiger mit Zuckercouleur. Zuckercouleur praktisch nichts anderes als ein verbrannter Zucker. Macht ein Gebäck auch sehr schön dunkel. Wenn jetzt in der Zutatenliste bei Fertigprodukten nicht unbedingt Zuckercouleur steht, guckt euch mal die E-Nummern an. Ich habe jetzt dummerweise nicht im Kopf, welche E-Nummer Zuckercouleur hat. Einfach mal nachschlagen. Ich glaube, es war irgendwas um die 270. Fragt mich jetzt nicht. So, diesen Mürbeteig stoße ich jetzt nur kurz zusammen. Nicht zu lange kneten, dann wird er brandig. Brandig heißt, er wird euch nachher beim Ausrollen brechen. Deswegen nur kurz zusammenkneten.
Diesen Teig könnt ihr jetzt noch nicht ausrollen. Der muss erst 1, 2, 3 Stunden oder über Nacht im Kühlschrank zubringen, damit Flüssigkeit aus dem Ei bzw. aus der Butter sich mit der Stärke verbindet und so ein bisschen verkleistert. Eigentlich verkleistert, zumindest zum Quellen gebracht wird. So eine Verkleistung findet ja erst beim Backprozess statt. So, einfach eintüten und mehrere Stunden kalt stellen und dann ganz normal wie ein Mürbeteig ausrollen. Ich hoffe, dieses Grundrezept hat euch gefallen und ihr werdet dieses oft in irgendwelchen Mürbeteiggebäcken verwenden. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben oder Anregungen, was ich für euch als nächstes backen soll, dann hinterlasst doch dieses bitte in den Kommentaren. Ich werde versuchen, dieses möglichst bald für euch umzusetzen. Danke sehr!